So, ich bin heute früh mit dem 9er Zug von Aue zum Brenner hochgefahren. Und da gibt es jetzt einen Radweg runter. Und wie jeder weiß, bin ich ja jetzt in den 90er Jahren 6 Jahre mit dem LKW da rumpfiffen. Und da bin ich bestimmt 1000 Mal über den Brenner rauf und runter gefahren. Und das schaue ich mir jetzt einmal auf dem Radweg an. Ein wahnsinniger Südwind geht quasi von vorne. Und der Radweg ist weitestgehend auf der alten Brenner Eisenbahnstrecke gebaut. So wie jetzt hier, auch weil ja viele neue Tunnels gebaut worden sind. Wie jetzt hier vom Brenner nach Bossensass runter, geht er da im Berg. Und hier war die alte Strecke. Und jetzt schauen wir mal. Bis dann. Scheiden doch, Sonne, unglaublich. Und warm, 19 Grad. 120 Kilometer, also 100 Kilometer bis Bozen. Dann noch die 20 Kilometer bis Trabin. Und die werde ich wohl heute nicht schaffen. Wenn jetzt heute so 70 Kilometer wäre schon mal, denn mir lange. Da schlafe ich woanders. Da habe ich halt doppelt bezahlt das Zimmer. Alter, den habe ich jetzt fast nicht gesehen, ey. Sogar im Tunnel stürmt's. Und das habe ich eben aus Zufall rausgekriegt, dass da die alte Strecke, dass die jetzt ein Fahrradweg ist. Das ist doch schon mal klasse da, oder? Oh, links, alter Bahnhof. Cool. Jetzt geht's das erste Mal schön bergab. Hat sauber geschneit, letzten Tag. Da dahinter, das sind übrigens die Stubaier Alpen. Dahinter ist dann Sölden, USW. Von Bassano del Grappa nach Levico, das war eine Katastrophe. Erst hat er am Schalter gesagt, ich brauche eine Bike-Reservierung. Da kann man das Fahrrad nicht einfach so mitnehmen. Da habe ich so ein Sauglück gehabt, dass die Tür genau vor mir gehalten hat, wo das Fahrradabteil war. Dann habe ich es reingewuchtet und dann sind bestimmt noch 10 andere Fahrradfahrer gekommen. Mit Fahrrädern natürlich. Und er hat gesagt, es ist bloß für 6 Leute Platz. Da war es voll, aber rabbelvoll. Und dann bin ich ja, die sind alle nach Trento gefahren und ich ja nur nach Levico. Und dann sind vorher in Bassano noch ein Haufen Leute eingestiegen. Jetzt habe ich dann, weil ich als Erster aussteigen musste, mein Rad, ich war Katastrophe, da zum Ausgang zu kommen. Ja. Und vor allem hat mir meine Vermieterin gesagt, ich soll nach Aue fahren, da fährt der Zug durch zum Brenner. Das war ja genial. Und dann habe ich auch noch eine Zugfahrkarte gekriegt, dass ich umsonst fahren kann. Das ist halt da so in der Kurtaxe, was weiß ich. Habe ich mich gefreut, 16 Euro gespart. Nur das Fahrradticket für 7 Euro gekauft. Geil. Und Platz war. Und du kannst den Waggon, der war ja ganz schön groß. Der Fahrradwaggon kannst du sogar ein E-Bike laden. Geil, hä? Schau, haben sogar ein paar Signale stehen lassen. Cool, hä? Das wird heute bestimmt ein wenig ein längeres Video. Aber man kann ja dann vorspulen. Ach, das ist der Kehrtunnel. Ah, da darf man nicht durchfahren.
Schade, schade. Da rechts sehen wir jetzt noch die benutzte Brennerstrecke. Weil es wird ja auch eine Basistunnel gebaut. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer jetzt. Das ist der längste der Welt. Und der kommt dann bei Franzenfeste, kommen wir da drauf zu. Ich glaube 230 soll der fertig werden oder 34. In der Ferne haben wir schon das Gossensasser wie hier duckt. Gossensass. Da wollte ich noch eine Nacht machen. Und zwar auf dem Brenner Grenzkram. Habe ich mir vom Ostholz abgeschaut. Da habe ich mir erstmal verfahren. Ja, aber der Brenner Grenzkamm ist zu gescheit. Das haben die echt klasse gemacht mit dem Radweg, hä? Es macht Spaß. Wir sind in Sterzing. Da hat sie kriegt langsam Hunger. Piro, hast du gehört? Tausendmal dran vorbeigefahren und so schön, wir wollen noch nie drin. Mittag. Rum. Ach, der gehört zu denen. Ah. Ja, ja. Generation lang nicht so weit wie jetzt bei uns. Na, die Birken. Ein Öde. Und halt für Mountainbike ab. Da tut mir der Arsch so weh. Oh.
die haben was zu trinken und meine Flasche, ich habe doch keine Flaschen dabei. Bin ich froh, dass ich nicht mehr Laster fahren muss. Ich bin 24 Jahre LKW gefahren. So eine Scheiße. Und jetzt selber die Energiesserei. Hey, hoffentlich halten die den Hund fest. Spiro, hörst du das? Haltet den Hund fest! Ey! Meine Fresse! Das ist brutal! Wie man sieht, das ist Aushub vom neuen Brennerbasistunnel. Die gehen ja nicht einfach durch den Berg durch. Die machen immer Seitenstollen. Muss ja dann immer teilweise schon generell rausfahren. Bin ich ein Klugscheißer? Bin ich ein bisschen falsch? Ah. Und aus dem Aushub machen die gleich die Beton-Tippings. Oder wie das heißt? Tippings? Ist schlecht, ne? Jetzt schön, wenn es da was zu essen gibt. Google Maps nach, ja. Aber das heißt nichts. Vor allem brauche ich mal was zu trinken. Scheiße. Ach man. Ich habe ein ähnliches Holzproblem wie mir. Ich habe jetzt gerade mit dem freundlichen Herrn da drüben gequatscht von der Sachsenklemme. Der sagt, ich komme da runter. Es gibt was zu essen. Die Treppe runter. Und da will man. Ich brauche jetzt was zu essen. Nach Brixen wären es jetzt noch mal 15 Kilometer, habe ich keinen Bock gehabt. Aber alles schien mir nicht. Mir langt ja immer weniger Pasta. Aber ein Schnitzel wäre halt auch nicht schlecht. Einmal ein Schnitzel. Und ein Durst habe ich. Interessant. Wo muss ich hin?
Da war ein Schildbiergarten. Mahlzeit. Maulen. Aber ich glaube, das ist ganz schön teuer da. Schaut zumindest so aus. Scheißegal. So, jetzt kommen wir schon langsam zur Franzensfeste. Links der Stausee. Da gerade links die Franzensfeste, über uns die Autobahn. Und der Stausee. Haben Sie gerade noch so Platz gehabt für den Radweg? Links die Autobahn. Wir kommen langsam nach Brixner. Und unter uns müssen wir jetzt auch, wo der neue Basistunnel rauskommt. Da sieht man von da nichts. Ich habe es vom Zughaus gesehen, aber da man kommt, glaube ich, ganz schlecht hin. Wieder Zug in Doppeltraktion. Hier fahren sie wenigstens noch in der Schweiz, wo ich war, habe ich drauf gewartet, die sind alle im neuen Tunnel verschwunden. Mist. Schweiz. Zwei Tage bevor ich da heimgefahren bin, ist da in dem Langer Basistunnel ein Unglück passiert. Und da haben die ganzen Güterzüge über die Bergstrecke fahren müssen, wo ich eigentlich drauf gewartet habe. Naja, da war ich halt dann schon auf dem Heimweg ziemlich. Diesen da war ein Schild. Das ist jetzt das steilste Stück der Brennerbahnlinie. Ja, ich bin da doll kaputt eigentlich. Erstens habe ich schon viel gemacht und zweitens habe ich scheiße geschlafen. Deswegen scheiße geschlafen, weil der Viertel Rotwein 8 Euro kostet hat. Die Drecksau hat mir beschissen. Natürlich wie hier ist es jetzt eigentlich am wenigsten. Meistens geht es ganz wenig. Ganz wenig runter und scheiße und jetzt. Und der Gegenwind hebt das alles wieder auf. Ich bin jetzt 58 Kilometer gefahren und habe nur 250% Akku. Macht aber Spaß. Überall plätschert es weg. Ich fahre jetzt ein wenig einen Umweg, weil die Radstrecke nicht durch Brixen führt. Aber ich noch nie in Brixen war. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Ein wenig. Brixen, bitte bleiben Sie locker.
Ah, verrückter. Auch schön. Ich glaube, es sind auch schöne. Was erzähle ich denn da? Eine kurze Hose, aber ja, schön. 25 Grad. Hat sich nicht verändert. In Italien gibt es immer noch wunderschöne Frauen. Am Arsch. Ohne Trinkflasche ist es scheiße. Mille grazie. Interessante Streckenführung. Links übrigens der Isaac, ist ja ganz schöner Flussmann. He? Der entspringt ziemlich oben am Brennerpass, ein wenig weiter rauf. Ja. Ich habe jetzt noch ca. 8 Kilometer bis Klausen. Kilometer oder so sind wir in Klausen. 70 Kilometer, da wollte ich eigentlich ein Zimmer nehmen. Aber das läuft ganz gut. Die 25 Kilometer dann bis Bozen mache ich auf jeden Fall noch. Da spare ich mir das Zimmer. Und von der Streckenführung wird es wohl interessanter, weil das sind dann gefühlt zwei Tunnels, wo ich hinaufgefahren bin, wo jeweils 10 Kilometer lang sind. Neue Strecke. Und dann wird wohl der Weg auf der alten Bahnstrecke wieder sein. Das war jetzt eigentlich bloß schöner Radweg. Was heißt hier bloß? Ist schön. Oh, ein Fahrkamm. Ja, viel fahren sie nicht mehr rum. Der riecht nicht gut, aber der Windschatten ist gut. Boah, in Deutschland rauskommen wir jetzt. Spiro, so geht es. Ich hab vielleicht eine Tasche. Ich hab kurz abgelenkt. So, wir sind in Klausen. Da ging mal die alte Brennerstraße durch. Genauso wie wir fahren. Cool. Ich hätte es enttäuscht.
Ihr habt bestimmt auch auf die Autobahn links oben geachtet. Ne? Darunter das Bahngleis, das jetzt bald wieder in einem Tunnel verschwindet. Langen Tunnel. Und da von mir dann denke ich wieder auf dem alten Bahngleis. Wie die den Radweg da für Fahrräder da rein zaubert haben in den Hang. Extra für Fahrräder, da ist immer Kilometer vom Brenner. Also ich finde es super. Das wird bestimmt ein ganz schön langes Video. Aber naja. Auf Bahnstrecke. Links im Berg ist ein Tunnel und das ist die alte Strecke da. Ja, genau. Ich auf der Autobahn rumgeschlittert bin. Ich habe mal so gerechnet, 94 bis 2000. Das sind 6 Jahre. Dreimal runter, dreimal auf die Wochen. Das vielleicht 40 Wochen im Jahr. Naja, eigentlich noch mehr, ne? Oh, Wahnsinn. Tja, die Bahn, das war doch niemals eingleisig. Rechts ist gleich die Superstrada. Komisch. Solche O-Geber, hä? Mal, weil die Straßentunnel da rechts, die sind auch neu. Dass die Straße weniger breit war und dass sie das jetzt zusammengemacht haben. Neue Tunnels und da war jetzt da die Eisenbahn und drüben war Straße und ist jetzt halt die Straße breiter geworden. So. An dem alten Bahnhof oben hat man es gesehen, dass sie die Bahnstrecke und den Radweg verklettert haben. Dafür die Straße breiter. So, kleine Show-Einlage.
Sorry. Unter uns der zweite lange Tunnel Richtung Bozen. Oh, sogar mit Ampel. Oh, kalt. Boah. Das ist ja cool. Ja, wenn das nicht cool ist, ne? Vom Brenner bis jetzt runter nach Bozen hat es viel solche Tunnel gehabt. Es ist schon genial. Oh, da tropft es. Wärmer wie sonst. Man sagt sogar, dass Bozen die heißeste Stadt in Italien ist. Und ich glaube das auch, weil es immer von Süden her die Hitze nahe treibt und dann steht da der Kessel in den Kessel nahe und dann stehen da die Alpen da und die Hitze kann nicht weiter. So, jetzt ist raus. Wieder eine interessante Streckenführung. Ach, die Rohre muss ich mir jetzt mal anschauen. Da haben wir die Eisack, ein ganz schöner Flusswand. Ja, und da, wo jetzt die Tankstelle ist, da war der alte Fernkampffirmensitz. Den neuen Zeichen Moring. Schnell, ihr blöden Köder. Ja, genau du. Jetzt hast du Angst. Wir haben Verkehr in Bozen. Oh, schon wieder verfahren. Oh, schau mal. Schau mal, abgewürgt, du Depp. Oder fährt jetzt mit E? Nee, oder? E-Ferrari. Halt's nicht aus. Naja, also wir sind... Also wir sind jetzt im Bozen. Ich habe fast 100 Kilometer und jetzt brauche ich auch Bier. Vielleicht auch zwei. Ein E-Ferrari. Gehen im Kühl da. In die Gassen. Und jetzt, wenn man da rauskommt. Boom. Fast im Flugzeug. Ich glaube, da ist ein Markt. Ja.